Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir wirklich sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, hey, das wäre doch viel lieber von euch. Und das macht ihr in letzter Zeit auch super, super fleißig. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, wollte ich erstmal gesagt haben. Das ist einfach unnormal auf die letzten Folgen. Super, super nice, Alter. Bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ich weiß auch nicht, womit ich es verdient habe. Aber ich freue mich da riesig drüber. Vor allem auch der Stream gestern. Der Stream gestern war unnormal. Also gestern im Stream, da haben mir so viele Leute Bits gespendet und Subs und was weiß ich nicht alles. Das war einer der unnormalsten Streams in meinem ganzen Leben. Also vielen lieben Dank für den ganzen Support, egal wo, YouTube, Twitch, was weiß ich nicht alles. Liebe Kommentare werde ich natürlich auch wieder einblenden. Also es ist wirklich crazy im Moment. Also so unnormal. Vielen lieben Dank, Leute. So, was machen wir heute? Ich habe einiges geplant oder einiges im Kopf gehabt tatsächlich. Ich weiß nur nicht, ob wir das alles hinbekommen. Nämlich habe ich einmal Chaos hier eingegeben und da habe ich schon gesehen, es gibt einen weiteren Chaos Dodorex, der ist Level 540. Den würde ich mir ganz gerne noch holen wollen zu dem Dodorex, den wir schon haben und dann vielleicht gucken, ob man die paaren kann. Ich habe keine Ahnung, ob das geht, aber ich würde das gerne testen. Dann, Chaos Dragon ist ein 240er auf dem Server, den würde ich eigentlich auch nicht unbedingt gerne stehen lassen wollen, weil Chaos Dragons sind ziemlich, ziemlich stark. Ich habe schon einen auf meinem Community-Server und ja, die sind super selten. Also ich habe super selten mal einen gesehen, von daher würde ich den auch super gerne erzählen wollen. Ich habe auch schon zwei Chaos-Dinger vorbereitet. Hier, Chaos-Tribute, so heißen die Dinger. Wo sind sie? Oh mein Gott, Alter, wo habe ich den ganzen gescrollt? So, hier ist mega viel Scheiße drin, weil ich gerade nochmal versucht habe, was zu pullen, nämlich den Boss. So, da, dann wollte ich einmal gucken. Können wir den Boss machen oder noch einen Boss machen von den Titans? Und da fehlt uns Destroyer Soul. Und für Destroyer Soul fehlt uns Dings. Demonic Empress Soul. Und Demonic Empress Soul, die kriegen wir, indem wir gegen den Demonic Empress kämpfen. Und der ist gerade auf dem Server. Aber der ist Level 25. Von daher weiß ich nicht genau, ob ich gegen den kämpfen will. Vielleicht mit der Spirit Wyvern. Übrigens, mir hatten welche in die Kommentare geschrieben, dass es ein bisschen lame ist, dass ich das mit der Spirit Wyvern mache, weil es ja damit mega einfach ist. Aber ich denke, dass das ziemlich in die Hose gehen würde, wenn ich alleine gegen solche Bosse kämpfen würde, ohne den Spirit Wyvern. Also, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt, dass ich da mehrere Dinos reinschicke. Das Ding ist, die werden safe draufgehen. Also, da werden einige draufgehen. Und das habe ich mir so ein bisschen verkniffen. Also, ich wollte nicht unbedingt vieles. Oh, ihr seht schon, da hinten ist was ausgemacht. Das wollte ich auch noch erklären. Auf jeden Fall, ich habe es mit Absicht nicht gemacht, weil ich nicht unbedingt wollte, dass ich unnötig Dinos töte. Aber wenn ihr wollt, dass ich unnötig Dinos töte, dann bin ich auch dazu bereit und schicke da mehrere Dinos rein, die dann wahrscheinlich draufgehen werden, aber ich könnte es trotzdem machen. Also ihr müsst mir das mal in die Kommentare schreiben. Sagt einfach Bescheid. Spy habe ich aus Versehen selber ausgelockt mit meiner Chaos-Dodo-Weibern. Der wurde angegriffen von irgendeinem Vieh und dann habe ich einfach mit dem Blitzer draufgeschossen und ich wusste nicht, dass der Blitzer meinen eigenen Dinos auch Schaden macht. Und dann habe ich Spy halt halb getötet und ausgelockt. Okay, Dinge sind passiert. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir treffen uns bei dem Chaos-Dodo-Rex und danach Chaos-Dragon. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir den Empress von der Map bekommen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ja, kriegen wir hin. Okay, Leute, Drache ist gefunden. Oh, Junge, ich freue mich schon ein bisschen drauf, den zu haben. So, wie viel Schaden machen wir? 8 Mille? Machen wir echt 8 Mille mit einem normalen Schlag, als ob. Oh, Junge, das wäre eigentlich perfekt. Der hat 10 Mille Leben. Aber macht der irgendwie Blutungsschaden danach? Macht der angetanes Blutungsschaden? Ich habe keine Ahnung. Oh ne, wir können das auch nicht. Obwohl, wir können es an dem Kentro testen. Hier war irgendwo so ein Primal Kentro. Der müsste eigentlich Schlag aushalten. Hallo, Mr. Kentro, Sir? Weil sonst wäre das eigentlich perfekt. Wo ist er? Hey, Brudi. Darf ich dich einmal hauen? So, kriegst du irgendwie noch Schaden danach? Nö, du kriegst keinen Schaden danach. Die Frage ist: Ist das nur, weil er ein Boss ist, dass er keinen Schaden danach bekommt? Wir werden es jetzt herausfinden. Oh mein Gott, bitte nicht, ey. Bitte kein. Nee, er kriegt keinen Schaden, er kriegt keinen Schaden. Sehr nice, sehr nice. Passt das? Kann ich den schon zähmen? Ja, ich kann ihn schon zähmen, nice. Okay, wo ist der ganz hingeflogen? Junge, das hat ja mal so gut geklappt. Das war ja easy peasy. Falsche Waffe. Wo ist er? Ach nö, ich will nicht ohne meinen Agentavis da hinlaufen. Agentavis, komm her! Ich trau mich da allein nicht hin. Oh, Junge. Der sieht auch mächtig aus. Das ist einfach wunderbar. Ich liebe diese Chaos Dragons. Oh.
Ich liebe es nur nicht in der Nähe von denen abzusteigen. Habe ich hier einen besseren Winkel? Fliegst du weiter so dumm im Kreis? Ja, tust du, danke. Oh mein Gott, schnell gesniped und weg. Jetzt muss ich auch los. Wo will er denn hin? Brudi, wo fliegst du denn hin? Komm mit, nicht ins Wasser bitte. Oh, er ist ja komplett orientierungslos. Ja, ich bin durch Gegend geflogen, das kracht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin überhaupt. Hast du schon wieder vergessen, dass es mich gibt? Ja, anscheinend. Hä, wo will er hin? Der ist verwirrt. Leute, wir verwirrten Drachen. Oh nein. Flieg nicht in die Base da. Nein! Nein, 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 mach nicht diesen, bitte. Okay. Alles gut. Oder? Ist wirklich alles gut? Ich habe keine Ahnung. Was macht er? Och, nö. Oh, da fühle ich mich eher unsicher, muss ich ehrlich sagen. Obwohl, so schlimm ist es nicht. Sonst hol ich gleich den Giga her, wird er sagen, och nö, ich will dich schlagen, nachher treffe ich den. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. So, habe ich jetzt meine Ruhe? So, bist der Drache, Sir, alles klar? Warum müssen sie denn hier landen? Geht das nicht in einer leichteren Stelle irgendwie? Und nicht zwei Stück? Och. Easy peasy, Chaos Dragon ist schon mal gezähmt, sehr nice. Och, die sehen so sick aus. Junge, die. Und die machen ordentlich, ordentlich Schaden und haben coole Angriffe. 52.000 vom Start. Schon mal sehr nice. Ich weiß gar nicht, wo der Reaper ist. Nicht, dass der hier auch gleich irgendwo in der Nähe ist. Und der C-Angriff. Oh, welches Level ist der? 85 Alpha Giga. Oh, da könnte man unsere Gigas vielleicht paaren. Ich weiß nicht, ob das bei Corrupted geht. Ich habe aber keinen Alpha-Kibbel dabei, oder? Als ob ich mal Kibbel dabei habe. Das wäre ja mal was. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Verdammt! Oh, holen wir uns den? Oh, wir haben eigentlich noch so viel zu tun, die Folge. Das könnten wir eigentlich schnell machen, oder? Als ob wir da nicht alles zu Hause haben. Komm, wir gehen mal einmal ganz schnell zurück nach Hause. Wir nehmen den jetzt auch noch mit. Zack. Alter, das ist spontaner Tame, aber 85er Giga? Den kann ich nicht stehen lassen. Die machen so schon heftigen Schaden. So. Darf ich mal bitte Base? Danke. So. Musst du so im Weg stehen? Lass mich doch mal durch, Kollege. So, wenn ihr einen Namen habt für den Drachen, schreibt ihn gerne in die Kommentare, Leute. Ich suche da wieder einen aus. So, Alpha Kibbel. Was war das? 6 oder 5? Ich habe es gerade nicht genau gesehen. Oh, ich finde es gut, dass die nicht lange craften. Okay, ich warte, bis sie gecraftet sind, dann holen wir es hier gleich. So, da sind wir wieder. Kibbel sind am Start. Wo ist mein Giga? Oh mein Gott, der sieht sogar ziemlich sick aus. Obwohl, wenn er corrupted ist, sieht er wahrscheinlich nicht mehr so sick aus. Hey, na? Lul. Er hat direkt mal abgeschissen. Kannst du mich hier treffen? Oh mein Gott, du kannst mich hier treffen. Oh, sei bitte passiv. Zum Glück habe ich die meisten Dinos auf passiv. Der kommt hier sogar hoch. Bruder, das war unerwartet. Ich will, ich zeig's Ihnen mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Nee. Oh. Nee, och man, so ein easy Giga C vor allem Tame und ich bin fast am Sterben. Aber mal wieder der super Deutsche ist, ey. Giga C. Och man. Was ist so los? Wie, oh nein, nicht im Wasser. Bruder, was tust du denn? Du hast eine Mission. Super. Echt super. Einfach dich irgendwo hinlegen, aber doch nicht da. Egal. Alpha-Kibbel rein in die Olga und dann sollte das eigentlich laufen. Och, Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wie kann sowas schon wieder so aufregend sein? Da scheiße ich mir sogar in-game hier ins Wasser. Wo sind hier da? Guckt euch das an. Alles voller Kacke. So, Giga, ab nach Hause mit dir. Oh, what? Wo kommt die Dodo-Wyvern her? Ah, ah, Lager, Lager, weg mit dir. Weg mit dir. Oh mein Gott, du bist weg. Danke. Was passiert hier schon wieder? Hawk, 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 Blue Hawk, komm her. Wir müssen mal eben Dodo Weimar wegmachen. Oh, die, oh, 27er, oh, die sieht auch noch sick aus. Ach man, nee, das ist so unfair. Ich komm gleich wieder. Hey Leute, bin wieder da. Hey, na? Dodo Weimar, komm mal her. Ich hab da was für dich. Ein Boss-Tribut und ich muss sie erstmal verprügeln und ich habe ein bisschen Angst vor deiner Giftkugel. Oh lol, die letzte Gift-Dodo-Räume, die ich gezähmt habe, das war die, wo ich 10.000 Mal gestorben bin. Hoffentlich passiert das heute nicht.
Das wäre ganz sympathisch. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ich flieg einfach hinterher. Die ist komplett verwirrt. Ja, ja, Trottel. Da. Ah, ich wüsste, die beiden zähmen können, oder? Bitte? Zähmbar sein, bitte? Einschlagen noch, vielleicht? Ja, ein noch, okay, so. Fliegen wir hier schnell hin. Drücken wir mal eben Schuss. Und hup. Und easy, dann nehmen wir die nämlich auch noch mit. Oh mein Gott, wir zähmen heute viel zu viel. Das, oh, war auch eher ungeplant. Aber, ja. Was soll man machen? Was soll man machen? Man kann ja auch nicht sowas stehen lassen, oder? Kann man nicht. Dafür ist das alles ein bisschen zu lecker heute. Das ist alles im super Sonderangebot. Und den Dodo Rex, den schnappen wir uns gleich auch noch. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Kannst du dich mal hinlegen? Ich liebe Dodo Wyvern. Tue ich wirklich. Ich liebe Dodo Wyvern. Großartig sind die. Einfach nur großartig. Und jetzt kann ich mich nicht mehr dahin porten, weil ich gerade dahin geportet bin, oder? Oh, nö. Womit habe ich das verdient, Leute? Ich bin immer so ein guter Mensch gewesen. Hey Giga, da ist klar. Oh, bitte sag mir, dass ich mich da einfach wieder hinporten kann. Aber 100 Pro nicht, oder? Weil ich mich zuletzt hier weggeportet habe. Ja, okay, dann fliege ich da einfach hin. Ist auch egal. Hier, Ferox muss aber auch wieder ausgerüstet werden hier. So. Ja, ich fliege da hin. Der sollte halt nicht ausgenockt sein. Und dann holen wir uns hier dran. Hey, na? Dodo war ja ein Pit-Tame wieder überhaupt kein Problem gewesen. Easy. Erster Versuch. Oh Mann. Ah, die sieht so sick aus. What the fuck? Diese Eventfarben sind einfach so nice, ne? Da, Boss-Tribut, gönn dir. Nice! Oh mein Gott, ey. Kannst dich gleich zu Spy legen. Der liegt nämlich auch immer noch ausgenockt auf dem Boden. So, zack. Lager. Passiv. Tschüss. Oh, wow, komm ich hier noch raus? Ja. So. Dann würde ich sagen, fliege ich mal da hoch, schick den auch nach Hause und dann gehen wir weiter zum Dodorex. Alter, wir haben nur so viel zum Zähmen heute, das ist unnormal. Bis gleich. Hauptsache, beim Dodorex stehen einfach Leute rum. Ich weiß nicht, ob wir da rumstehen wollen, Leute, nicht beim Chaos Dodorex. Wirklich nicht, der eine wurde schon aufgefressen, oh mein Gott, der andere. Nein, renn nicht auf den zu. Nein, das ist dein Ende. Och nein, das ist wirklich sein Ende. Leute, Alter, kann ich euch doch retten? Hier sind noch welche. Kann ich euch doch retten? Ich will nur vor die Chaos Dodorex retten, ehrlich. Kann ich die überhaupt greifen mit dem Celestial? Das hat auf jeden Fall nicht so gut geklappt. Egal. 8 Millischaden mache ich richtig? War das so? Wir werden sehen. Aua. Nee, doch nicht, aua. Doch, ist gut. Oh mein Gott, macht der Schaden. Oder habe ich schon Schaden gehabt? Vielleicht hatte ich auch schon Schaden. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich nichts zum Heilen dabei? Das habe ich nichts, ich habe nichts. Was? Als ob ich so unvorbereitet bin. Oh, nee, ey, als ob... Oh, wo sind meine Heildinger schon wieder? Ich habe ja auch nichts drin. Okay, das ist schon wieder Genius. Okay. Oh, die haben schon wieder eingefressen, glaube ich. Oh, nochmal einen 8-Mille-Schlag machen ist schon ein bisschen risky. Der hat 9 Mille und das ist 8,5 Mille. Aber eigentlich müsste es gehen, oder? Okay, es hat geklappt. Aber jetzt muss ich auch wirklich aufpassen. Oh mein Gott, wenn der jetzt gegen irgendwas kämpft, dann raste ich aus. Greif höchstens die NPCs an, weil die sind eh Dullis. Aber mehr auch nicht, Brudi. Hör auf, bitte mach keinen Scheiß. Oh, ich weiß nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Oh, hier so. Hey, Trikes. Ja, die fressen gerade echt die NPCs. Oh, sein Leben. Ah, ich bin selber schuld dran, aber trotzdem sein Leben. Ich hätte die NPCs da verprügelt. Ich wollte sie doch retten. Oh Junge, wie er ausrastet. Warum rastet er so heftig aus? Das sieht gut aus, oder? Ich glaube, den haben wir. Sollten wir haben? Junge, wie der aussieht, wenn er keinen Pelz da drauf hat. Das sieht einfach unnormal aus. So, kann ich schon langsam runter? Vielleicht nicht. Vielleicht noch nicht. Oh mein Gott. Ich muss unbedingt testen, ob die fahren kann. Oh, ich will eigentlich so viel diese Folge machen. Aber eigentlich müssen wir auch noch gegen den Reaper kämpfen. Wir haben noch nicht mal den Dragon ausprobiert. Und wir werden auch keine Zeit haben, den hier auszuprobieren.
Das müssen wir alles in der nächsten Folge machen. Die paaren, die testen. Wir haben viel zu tun, Leute. Wir haben echt viel zu tun. Oh, der ist zum Glück wieder voll am Start. Nice. Oh mein Gott. Zum Glück. Okay. Aber es ist alles gut gegangen heute. Bis jetzt ist nichts schief gegangen. Ich bin sehr verwundert, außer ich bin einmal gestorben. Aber okay. Schwund ist immer. So, hier, du auch Lager. Alle Lager. Zack, zack. Tschüssi. So. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben jetzt alles gezählt, was wir zählen wollten. Oh, wow, das ist noch schön getan. Ich dachte, das wäre meiner. Ah, ne, der ist da oben. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Reaper? Ich weiß nur nicht genau, womit. Wollen wir mit dem Chaos-Dodorex mit meinem anderen dahin gehen? Aber wenn ich die jetzt verliere, bevor ich die gepaart habe, beiße ich mir einen Arsch, oder? Ich teste es trotzdem. Bis gleich. So, Leute, angeblich ist der hier irgendwo und ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich hier alles andere als wohl, weil hier sind Wyvern-Nester in der Nähe und Wyvern-Nester lassen meinen A-Crashen und wenn ich mitten im Kampf einen A-Crash habe, ist mein Dodorex sowas von weg. Also versuche ich den auf jeden Fall da wegzulocken und ja, oh, da ist er ja schon. Oh, hoffentlich kommt er da weg. Und das andere, was ein bisschen dumm ist vielleicht, ist, dass ich wieder vergessen habe, Heal Potions mitzunehmen. Aber ich habe 4 Stück drin. Also, ich hoffe, dass die erstmal reichen vielleicht. Bitte kein A-Crash, bitte kein A-Crash. Komm einfach da weg, komm einfach da weg. Oh mein Gott. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich hätte kein Problem, da gerade reinzurennen. Ich habe Angst vor. Ich habe mehr Angst vor Wyvern-Nester als vor dem Reaper-Boss. Okay, okay, okay. Reaper-Boss, komm. Komm mal mit. Komm mal mit. Vor der Base habe ich gerade auch nicht so viel Angst. Okay, vielleicht hätte ich doch ein bisschen Angst vor der haben sollen. Oh, Reaper-Boss kommt mit. Nice. Sehr gut. Okay, das ist schon mal gut. Da sind wir schon mal aus dem Schlimmsten raus. Und jetzt kämpfen wir. Ich sterbe selber. Ich sterbe selber. Ich sterbe selber. Oh mein Gott, nein. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber wir haben ihm so viel Schaden gemacht. Was? Wir haben ihm so viel Schaden gemacht. Vielleicht sterbe ich nicht vorher selber. Wir haben ihm so viel Schaden gemacht. Oh mein Gott. Er ist tot. Holy shit, der Dodorex ist OP. Der Dodorex ist richtig OP. Okay, ich brenne noch, aber... What? Der ist richtig gut gegen den Reaper. Der ist ja besser als die Spirit Wyvern. Holy shit, wir haben den komplett weggeknechtet und der war High Level. Ja, da kann man auch mal koten, da kann man einfach mal abkoten. Was zum Teufel? Wir haben den ja komplett auseinandergenommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ey, das hätte ich vorher mal probieren sollen. Vielleicht ist der gegen den Titan auch voll gut. Boah, jetzt will ich unbedingt den Titan machen. Das war schon ziemlich nice. Und ich überlege gerade, ob wir schnell noch testen, ob man die Dodorexe paaren kann, weil diese Mate boostet. Das habe ich gerade schon gesehen. Ja, bitte. Oh, wow, kommst du jetzt her? Ist das? Okay, das trifft nicht. Hier, da, ist das? Okay, das trifft irgendwie auch nicht. Okay, so, kopflos. So, bis gleich. So, Leute, Test wird gestartet, würde ich sagen. So, zack, Mutatoren werden zumindest alle eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob das gleich klappen wird. Klappt das zumindest? Ja. Oh, Junge, das ist so sick. Da hätte ich das mal früher gewusst. Wie viel Zeit hätte ich mir gespart? So. Und dann, ja, den Kollegen hier. Nee, nicht Gendler-Swap. Oh mein Gott, das wäre schon fast wieder schief gegangen. Das wäre wirklich fast schief gegangen. Allow Breeding Pulse. Zack. Könnt ihr jetzt breeden? Kann ich euch jetzt auf Dings stellen? Aktiviere Paaren und ihr paart einfach. Geht das? Sag mir nicht, das geht nicht. Och, Mann. Oh doch, Paarung. Es geht. Oh mein Gott. Nice. Oh mein Gott. Da, oh Junge, das wird richtig sick. Das ist oh, mit 30 Mutatorimpulsen. Dodorex Chaos Baby Lord Level 600 irgendwas. Alter, das wird crazy. Okay, ja, ich würde sagen, das warten wir noch ab. Bis gleich. Was zum Teufel? Da kommt einfach ein Riesenbaby raus. Hä? Ist das Baby? Kann ich... Das ist das Baby? Das ist einfach groß. Was? Das ist ein Riesenbaby. Was zum Teufel habe ich mir hier gerade angesehen? Oh mein Gott, ich war ein bisschen zu spät mit dem Aufnehmen, leider. Weil ich gerade noch ganz kurz nach unten gerannt bin. Ich dachte, ich schaffe das. Aber das ist einfach ein Riesenbaby. Das ist direkt groß, oder was?
Was zum Teufel? Ja, der ist so groß wie seine Eltern. Nice. Aber das Level ist unnormal. Ich krieg die nur gerade nicht auseinander. Och, Mann. Ich komme selber nicht mehr raus. Och, was macht ihr denn? Vor allem ist der noch auf Wandern bestimmt, oder? Ist der auf Wandern? Ja, der läuft schon so doof. Mann, dann deaktiviert. Junge, der ist ein Riesenbaby und trotzdem ist er noch am Wandern. Alter, what the fuck? Man kann sich direkt draufsetzen und alles und der ist 936. Und der ist 810. Das waren 540er. 936. Wie viel macht der andere vom Start? 691 mit der Flamme. Und mit dem normalen Angriff? Warte, das will ich jetzt auch nochmal eben testen. Wenn ich den treffe. 646. Was ist mit dir? Ah, du bist nicht auf Passiv. Okay, ich dachte schon, warum rastest du jetzt so aus? So, und der hier? Ich glaube, der macht ordentlich Schaden. Auch 658, lol. Und? Ah, dafür nur 200.000 damit? Oder 400.000? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wir haben ein nices neues Dodorex-Riesen-Baby, denke ich. So, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre super, super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi. Und rockt weiter ab, Leute. Rockt weiter ab.